Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt ab dem morgigen Tag auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen? Alle Kartendecks findest du in der Infobox. So wie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Ich werde das hier gleich noch etwas umstellen. Noch eine Karte möchte ich hier raus. Noch eine. Und Amos Botschaften hier noch für dich. Ich habe das hier einmal noch etwas umgestellt.
So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier in den kommenden Tagen für dich zeigen? Es zeigt sich hier für den einen oder anderen eine Schwangerschaft, eine Situation, wo es vielleicht auch jemand nicht gut ging. Ja, das kann hier ein Elternteil sein. Das kann hier im Umfeld eben auch sein. Generell eine Situation im Häuslichen. Etwas, wo man raus möchte, wo man in die Veränderung gehen möchte. Hier sind dann nochmal Streitigkeiten und Konflikte. Es kann sein, wenn du jetzt nicht den Wunsch hast, ja, dass es hier zu gewissen Streitigkeiten da diesbezüglich auch kommt. Ja, dass man hier in dieser Hinsicht eine andere Vorstellung dessen eben auch hat. Wir haben hier die Schocksituation. Also hier sind Dinge, worüber man in der Situation dann eben auch spricht. Wir haben hier auch nochmal das Krankenhaus in den Dingen, was hier stattfindet, dass man hier vielleicht auch einen Arzt aufsucht oder ähnliches. Ja? Es kann sich generell um Situationen eben auch handeln, wo man sich hier nicht so gut fühlt und da diesbezüglich hier eben auch ja, ein Krankenhausaufenthalt zeigt sich hier ebenfalls. Also schau da mal bitte. Es geht hier aber in Dinge, in die Regeneration. Ja? Wir haben hier einmal die Königin der Stäbe. Du hast hier plötzlich eine Idee, du hast hier plötzlich einen Einfall. Wir haben hier auch nochmal das Krafttier. Achte bitte auf dein Krafttier. Hier kommen ganz, ganz viele Botschaften. Es zeigt sich dennoch in einer Situation. Achte bitte auf deine Träume. Es ist in einer Gegebenheit, wo vielleicht Albträume auch stattfinden. Etwas in den Abendstunden, was hier stattfindet. Generell sind es hier Dinge, die im Außen stattfinden, bekomme ich sehr stark. Hier sorgt plötzlich etwas für Unruhe, ja, also Unruhen, die derzeit eben diesbezüglich auch anstehen. Wir haben hier mit dem Hierophant sehr, sehr starke Zeichen und Signale. Hier ist auch nochmal die Warnung, aus sich zu schützen vor etwas, ja. Wir haben hier nochmal die schwarze Magie, was sich zeigt in der Schocksituation und eben auch die Streitigkeiten und Diskussionen bei den einen oder anderen, ja, rauszugehen aus dunklen Energien, ja, sprich, dass man sich ganz, ganz viele Sorgen macht, Gedanken macht und eben auch in diesen Zweifeln ist, denn hier geschieht etwas in der Verwandlung. Schau da bitte individuell für dich, dass du hier wirklich positiv bleibst, ist ganz, ganz wichtig, ja, auch wenn du in den Sorgen bist, weil ich sehe für den einen oder anderen eben auch die Sorgen, das kann dich beinhalten, dein Gegenüber beinhalten, gemeinsam auch etwas, was hier im Elternhaus eben stattfindet, dass man sich Sorgen macht, ja, dass hier eben jemand diesbezüglich auch krank ist und hier Dinge eben auch da in die Handlung diesbezüglich auch zu gehen, ja. Also wir haben hier auch den kurzen Aufenthalt, ja, Krankenhausaufenthalt, das kann hier auch im Häuslichen sein, dass es jemandem nicht gut geht. Also schau hier bitte. Ich sehe eine gewisse Überforderung, was es sich hier zeigt, mit der Königin der Erde. Ich sehe aufgrund dessen, was du jetzt erfährst oder aber auch dein Gegenüber, dass es dich vor so eine Wahl stellt und gerade insbesondere hier, was Schwangerschaft etc. beinhaltet oder eben im Gesundheitlichen, dass man dir Gewisses eben auch näher bringt in Bezug auf eine andere Person, dass da nochmal Dinge mit einem Arzt oder Assistenten oder vielleicht geht es auch um eine OP, das bekomme ich auch gerade rein, ja, dass da noch Gewisses besprochen wird. Allgemeine Situation wirst du hier sehr, sehr viel durch das Außen erfahren. Es geht hier auch um die Stabilitäten, Sicherheiten im Allgemeinen in der Situation. Wir haben hier die Empfänglichkeit und wir haben hier Happy Birthday, die Überraschung. Also hier gibt es eine Überraschung für den einen oder anderen, ja, schau hier bitte, bekomme, dass das schon geschehen ist, denn es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel die Schwangerschaften diesbezüglich auch gezeigt, ja. Also ich gehe davon aus, dass es hier für den einen oder anderen definitiv der Wunsch auch ist, ja. Das zeigt sich hier sehr stark. Dennoch kann es hier zu Streitigkeiten diesbezüglich und Konflikte kommen in einer Partnerschaft, generell dann nochmal durch andere Personen. Hier zeigt sich eine Drittperson, das können Freunde sein, das kann eine Tante sein, das können allgemein nochmal andere Personen sein. Das kann natürlich hier auch jemand sein im Beruflichen, ja, dass sich da etwas zeigt, dass hier etwas sich frühzeitig eben auch zeigt, womit man nicht gerechnet hat, dann ist es diese Situation, dass es da nochmal um gewisse Gespräche eben auch geht, ja, und diese liegen hier dann eben auch in der Belastung. Also Schwangerschaft zeigt sich hier sehr, sehr stark.
Ansonsten, was ich schon sagte, das kann ein Tier sein, das kann ein Kind sein, das kann hier bei der Mutter sein, das kann hier auch ein Vater sein. Also auch so Dinge, die sich dann im familiären, freundschaftlichen zeigen. Ja? Wir haben hier die Empfänglichkeit, was ich schon sagte, erlaube dir zu empfangen. Das wird deine Intuition, deine Energie und deine Fähigkeit, anderen etwas zu geben, stärken. Also hier möchten wichtige Botschaften an dich gelangen. Ja, was wir hier haben mit dem Hierophant, das für den einen oder anderen die Warnung eben ist. Gewisse Warnsignale, die man eben auch nicht bedacht hat. Ja, auch nochmal Dinge, die im Außen sehr stark stattfinden. Hier öffnen sich gerade, ich bekomme es als Riesenportale. Ja, also es öffnet sich gerade etwas sehr, sehr stark, was hier eben auch in der Prüfung ist. Ja, hier liegt etwas in der Prüfung. Du bekommst hier ganz, ganz viele Signale, gerade im Spirituellen. Du bekommst als riesengroßes Tor, was jetzt für dich geöffnet wird. Und dadurch, weil du mehr erkennst, mehr siehst, ja, vor allem auch in den Träumen, kann es natürlich hier auch in der Schocksituation liegen. Etwas, was du in der Vergangenheit auch schon einmal geträumt hast. Ja, also achte da mal bitte auf deine Träume. Du bist jetzt empfänglich für das Göttliche, das Universum. Es kommen ganz, ganz viele Botschaften, werden dir zuteil. Ja? Und gerade hier im Außen geschieht hier einiges. Wir haben die Balance und es kann sein, dass der eine oder andere, ich bekomme das hier sehr, sehr stark, ja, mit gewissen Dingen eben auch nicht so umgehen kann. Insbesondere gerade auch die Träume. Dass das eine große Herausforderung diesbezüglich auch ist, ja, also für den einen oder anderen, wo du hier dann eben auch spirituell arbeitest. Ich kenne das von mir selbst, dass gewisse Dinge eben auch stattfinden, was man für die Zukunft diesbezüglich auch sieht und dass das natürlich dann für den einen oder anderen, was man hier wahrnimmt, eine große Herausforderung ist und du bist jetzt empfänglich für diese Dinge, ja. Also es kommt ganz, ganz viel, was du sehen wirst und was du wahrnehmen wirst. Auch irrelevant, wie du hier schaust. Also achte bitte auch auf das, was du wahrnimmst. Das sind Vorboten. Das Göttliche schickt hier die Vorboten. Das bekomme ich hier ganz, ganz stark rein. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Auch nochmal für die Partnerschaft generell in Dingen ist es hier eine immense und große Herausforderung. Also, was hier gerade stattfindet, ist nicht ohne und die Herausforderungen werden stärker, stärker und stärker. Ja? Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag immer intensiver. Also es intensiviert sich hier definitiv zum Positiven. Auch wenn du jetzt noch in diesen Dingen bist, ja, es ist wichtig, dass man in eine gewisse Vorbereitung dessen geht, ja, was sich auch schon seit langem, langem, seit Monaten zeigt. Immer wenn ich das dann eben auch hier bekomme, dann bringe ich dieses dann eben auch nach außen. Ob das jetzt durch die Natur geschieht oder hier Dinge gerade im Außen sehr stark eben auch stattfinden. Ja, dennoch ist hier die positive Veränderung. Ja, es ist wichtig, dass du hier in deiner Stärke bleibst, in deiner Kraft bleibst und die Stabilität zu dir selber nicht verlierst. Ganz, ganz wichtig, ja, in dieser großen Herausforderung. Ich schaue hier einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Ja, die Dinge könnten sich hier gerade, insbesondere wenn du hier in Umständen auch bist, also wenn das der eine oder andere erfährt, wenn, dann fühlst du das im Jetzt schon für dich, dann weißt du es eigentlich schon. Ja, also bitte keine Bedenken haben. Es ist hier nur für bestimmte Personen, es ist nicht für alle, dass man hier jetzt eben in Umständen oder ähnliches auch ist. Es kann hier auch nochmal sein, dass sich dein Kind, ja, das bekomme ich hier auch, dass ein Kind sich Sorgen macht, was die Mutter beinhaltet in Form Fruchtbarkeit und Schwangerschaft. Ja, das bekomme ich hier auch. Also sowohl als auch, ja, ob das jetzt ein Kind ist, ja, eine erwachsene Person oder aber auch hier, ich bekomme es auch für die Mutter hier, ja. Da schau mal bitte. Komm bitte raus aus den Sorgen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da dir gewisses eben auch näher bringt. Komm bitte raus. Ja, ganz, ganz wichtig hier. Vor allem die Herrscherin haben wir hier nochmal doppelt. Das ist auch irrelevant, wie du hier schaust. Es ist wichtig, weil ich sehe, man sucht hier nach Möglichkeiten. Und irrelevant noch einmal, für was du hier schaust, ja, bleibe in dieser Energie. Ja, ganz, ganz wichtig.
Also einmal hier nochmal mit der Herrscherin. Hier möchte jemand in die Versöhnung mit dir. Ja? Oder aber auch du möchtest dich versöhnen, je nachdem wie du hier schaust. Wir haben das Rad des Schicksals. Es kommt hier einiges jetzt in Bewegung. Es ist schon im Werdegang. Es ist seit längerem im Werdegang. Viele Nachrichten, die hier nach außen gebracht werden. Du wirst hier einiges erfahren. Es ist hier für den einen oder anderen die Gegebenheit, wo man Hals über Kopf auch in die Veränderung möchte. Hier zeigt sich die Umzugssituation. Ja, generell im Globalen zeigt sich hier etwas. Ich sehe etwas so, was in der Flucht diesbezüglich auch liegt. Es ist wichtig, dass du hier in deiner Stabilität bleibst. Ganz, ganz wichtig, in der Stabilität zu dir. Ja? Auch in den Dingen, dass du dir hier nicht den festen Boden unter den Füßen wegziehen lässt. Nicht durch Dinge, die du durch das Außen erfährst oder von mir jetzt eben auch gerade erfährst. Es ist wichtig, hier Ängste und Sorgen abzulegen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Schau bitte auf deine Möglichkeiten. Ja? Es sind immer Wege, Mittel und Wege zur Verfügung. Schau auf deine Möglichkeiten. Das Rad des Schicksals ist hier immens in Bewegung. Ja? Sehr, sehr stark. Es geschieht hier auch viel in den Abend-Nacht-Stunden, bekomme ich hier. Hier sucht man nach Möglichkeiten, nach Lösungen. Wir haben die 7 der Kelche. Die Gegebenheiten, man hat Angst. Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, in Form, dass hier jemand in die Versöhnung gehen möchte. Man hat Sorge, wenn man diese Entscheidung einst getroffen hat, dass dieses nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, insbesondere hier nochmal Schwangerschaft. Also hier zweifelt jemand, hier ist auch die männliche Person, die ich hier sehr, sehr stark im Zweifel sehe. Das könnte auch die weibliche Person sein, ist irrelevant, wie du hier schaust. Ja, also einmal für das Szenario. Das zweite Szenario ist hier in Dingen Umzug, Veränderung in der beruflichen Situation. Ja, plötzlich ist, was dann hier eben auch geschieht. Ich sehe das Ganze positiv. Aber es gibt auch Dinge, die hier im Negativen sind, gerade die Dinge, die dann durch das Außen zum Tragen eben auch kommen. Ja? Du hast hier diese 7 Kelche zur Verfügung. Hier wägt jemand sehr, sehr stark ab. Was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Ja? Hier sind Dinge, dass man etwas übereilen möchte. Man möchte etwas überstürzen. Hier ist es wichtig, nicht vorschnell zu handeln. Rauszugehen aus Sorgen, Zweifeln. Vor allem hast du hier diese Möglichkeiten. Du hast hier diese Auswahl. Ja, von diesen 7 Kelchen. Du hast definitiv die Auswahl und hier ist die Führung gleichzeitig auch die Warnung. Ja, wir haben es in Kombination der Albtraumsituation. Also schau da bitte individuell für dich. Fühle bitte in dich hinein. Ich sehe, dass hier etwas zum Tragen kommt, so oder so in der Situation im Außen. Wir haben hier sehr hohe Arkane. Ja, wir haben die Welt, die Herrscherin und wir haben einmal die Karte, die Mäßigkeit in Kombination nochmal mit dem Turm und dem Hierophant. Ja, hier sind Dinge, wo ein Kreislauf, ein Zyklus beendet wird und gleichzeitig eine neue Phase beginnt. Ja, also es ist hier im Werdegang, in den nächsten Zyklus überzugehen. Gewisse Zyklen bekomme ich hier auch, ja. Also schau mal, wenn hier auch etwas ist, was im Jetzt stattfindet. Wenn du etwas nicht möchtest in der Situation, ja, Zyklen, was wir hier auch haben, was ich hier sehr stark auch mit dem Mond bekomme, dass du eben für dich schaust, wenn du diesbezüglich etwas nicht möchtest. Bei dem einen oder anderen ist es hier schon soweit, ja, das sehe ich hier einmal. Das kann hier auch etwas Frühzeitiges sein, also auch nochmal hier bekomme ich auch rein, ist auch nicht für jeden, es ist eine allgemeine Legung. Ja, aber ich sehe, dass etwas frühzeitig kommen wird als erwartet. Bitte vorsorgen. Ja, bekomme ich hier gerade rein. Auch das spürst du schon für dich, weil wir haben hier die Situation, die sich eben in der Anmeldung zeigt, sprich, dass du hier einen Arzt aufsuchst und ähnliches. Ja, vielleicht hier auch dich vorab schon diesbezüglich dann eben auch informiert hast. Auch in Dingen ist es wichtig, hier nicht zu stark in die Belastungen zu gehen. Ich sehe hier viele Belastungen für den einen oder anderen, was hier nicht tragbar ist. Ja? Also auch nochmal hier mit den 7 der Kelchen, dass du hier wirklich schaust, Hilfe, Unterstützung in jeglicher Form auch immer. Hier braucht etwas Zeit, um zu heilen. Also Ruhe.
Ja, es kann sein, dass hier etwas geschieht, was ich schon sagte, etwas sehr, sehr Plötzliches. Und dann bekommst du eben verordnet, dass du hier diesbezüglich Ruhe brauchst, ja, Erholung eben auch brauchst. Ganz, ganz wichtig, es ist hier eine Person, die sich hier im Häuslichen diesbezüglich auch zeigt, ja, oder vielleicht auch eine näherstehende Person. Schau da bitte, hier braucht jemand Zeit, Ruhe und Regeneration. Ja, also wenn du kürzlich auch etwas krank warst, ist es hier wichtig, ja, dass du nicht wieder in die vollste Belastung eben auch gehst. Das bekomme ich hier auch sehr, sehr stark rein. Ja? Wir haben hier einmal die Empfindsamkeit, ja, auch nochmal mit dieser Karte. Die Energien sind sehr, sehr stark und die Energien werden noch stärker. Du bist jetzt in dieser Situation sehr empfindsam. Das kann hier in der Hormonsituation liegen. Es sind die Energien, ja. Der eine oder andere fühlt es ganz, ganz extrem, gerade hier in der Spiritualität, gerade fühlt dafür empfänglich eben auch diesbezüglich auch zu sein. Der eine oder andere spürt es dann eher weniger und ist in Dingen, wo man sich fragt, wann wird es diesbezüglich ein Ende haben, ja? Und das geht hier diesbezüglich auch noch weiter. Was ich schon sagte, ich bekomme ein Riesentor, was jetzt geöffnet wird und wir haben es, wie ich das hier bekomme, erstmal teils geöffnet. Ja, also die Pforten sind noch nicht ganz offen, das Tor hat sich geöffnet und das ist etwas Geballtes. Ja, also wir haben hier einmal die Empfindsamkeit, du wirst zunehmend empfindsamer. Meide raue Beziehungen, Umgebungen, Situationen und Chemikalien, also alles das, was dir nicht gut tut. Ja, also ganz, ganz wichtig hier nochmal zu schauen, wir haben hier die toxische Situation, wir haben hier Drittpersonen und wir haben hier die schwarze Magie in Kombination, schütze dich hier auch, ja, wir haben hier die Meditation, was ich dann auch hier bekomme, dass du eine energetische Blase um dich herum machst, ja, das können die Dinge sein, die du im Außen erfährst, ja, das sind Dinge, was wirklich wichtig ist, dass du dich mit gewissen Dingen nicht im Jetzt, in diesem Zustand, wo du hier schon sehr geschwächt bist oder wo du Erholung brauchst oder wo speziell diese Person eine Erholung braucht, diese Person eben nichts noch zu überfordern mit gewissen Dingen, ja, was man vielleicht durch die Medien hört oder vielleicht auch das macht dir Sorge, was du gerade vielleicht auch von mir hörst, ja. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich immer die Dinge, was am Außen geschieht, sei es was die Natur betrifft oder aber auch eben was da gerade eben stattfindet, wovon jeder eben auch weiß, werde ich hier immer eben auch näher bringen, da es auch meine Berufung ist, ja. Empfindsamkeit, also noch einmal mit dieser Karte, meide bitte das alles, was dir nicht gut tut, ja, das können hier auch dann nochmal, ja, gewisse Chemikalien sein im Sinne von vielleicht auch Putzmittel oder ähnliches, gewisse Gerüche. Es zeigt sich auch etwas, dass du dann gewisse Dinge nicht mehr so fühlen, wahrnehmen kannst. Ich bekomme hier auch etwas in den Dingen, was mit dem Geschmackssinn zu tun hat, ja, was mit den Sinnen ganz, ganz stark zu tun hat einer Person. Wenn, dann weißt du das aber auch, dass hier etwas eben auch ist, wo man jetzt gewisse Dinge nicht mehr so wahrnehmen kann. Ich bekomme es mit dem Geschmackssinn und mit der Motorik hier rein. Dann haben wir hier einmal, geh nach draußen. Du warst so lange in geschlossenen Räumen. Geh hinaus, um frische Luft zu schnappen. Ganz, ganz wichtig hier, Spaziergänge zu tätigen. Ja, tu hier etwas Gutes für dich und deine Seele. Ganz, ganz wichtig, befreie dich hier aus diesen Dingen und eben auch aus den Sorgen. Das, was hier in diesen Dingen eben auch liegt, das Rad des Schicksals ist hier in Bewegung. Ja? Wir haben hier sehr starkes Geflüster, was sich hier zeigt. Also hier wird geredet, ja, unter Freunden, hier wird sehr, sehr viel gesprochen, weil man, ja, vielleicht erfährst du dann eben auch von einem Freund oder Freundin, dass eben deine Mutter oder von ihr oder ihm die Mutter eben auch in Umständen ist oder aber auch, es kann hier im Beruflichen sein, die Chefin, das kann hier untereinander sein, also da wird geflüstert, ja, da macht etwas die Runde und es wird geredet und getuschelt, ja,
Also schau da mal bitte. Lass dich da nicht auf diese Gegebenheiten ein. Befreie dich aus dem, also was dann eben auch im Gerede liegt. Das kann eben im Beruflichen sein. Das kann speziell nochmal bei euch sein, in der Partnerschaft eben sein, dass da andere Leute, Nachbarn oder was auch immer hier, dass da eben geredet wird. Ganz, ganz wichtig hier, wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Also hier eben diesbezüglich rauszugehen aus dieser Energie, was belastend für dich ist, ja, was dir mehr und mehr auch Energie raubt. Also schau bitte auch mal, wer diese dritte Person ist, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil hier redet jemand hinter dem Rücken und das sehr, sehr stark, ja. Es kann sein, also der eine oder andere, ich sehe das, du das schon weißt, der eine oder andere wird das hier erfahren, ja, also definitiv, weil du bist jetzt empfänglicher dafür, dass du wahrnimmst, du nimmst wahr und vor allem nimmst du anders wahr, ja, dadurch, dass hier ein Nebel geht weg, ja, ein Nebel geht und dadurch kannst du wahrnehmen. Was sagt sich einmal hier für dich? Wir haben die Mäßigkeit, was ich schon sagte. Komm hier bitte, die Meditation, ja, schau, dass du dich hier erholst, ausruhst, dass du eben an die Luft gehst und ähnliches. Bekomme hier stark etwas, was mit Sauerstoff zu tun hat, ja, nicht nur die Dinge, was ich sagte, dass du empfindsamer eben diesbezüglich auch bist. Ich sehe etwas auch bei den Tieren, die Unruhe. Ich sehe, dass hier jemand eine Sauerstoffmaske braucht. Ich bekomme hier etwas mit der Luft sehr stark. Es zeigt sich hier auch nochmal etwas im Brand. Das hatte sich schon in den letzten Tagesbotschaften gezeigt. Also da auch nochmal ganz, ganz speziell eben auch auf die Sicherheitsvorkehrungen zu achten. Also im Häuslichen da eben auch nochmal zu schauen. Auch in Dingen, was Versicherung etc. anbelangt. Ja, also ich sehe auch, dass du nochmal nachliest. Also es kommen hier Nachrichten auf dich zu. Es sind auch die Dinge, es zeigt sich auch sehr, sehr viel in der Liebe. Also hier erinnert sich auch jemand an dich, möchte eine Nachricht dir zukommen lassen. Hier liest man sich alte Nachrichten nochmal durch. Ja, das bekomme ich hier sehr, sehr stark für die Liebe. Also auch das sind Dinge, die hier sehr stark mit den Energien zum Tragen kommen. Sehr, sehr stark, ja, ob du das bist oder eben aber auch dein Gegenüber, ja. Hier sucht jemand den Kontakt zu dir und das zeigt sich auch hier, jemand möchte sich mit dir hier wieder versöhnen. Es kann sein, dass du wiederholt hier auch von einer gewissen Person träumst und es kann natürlich auch sein, dass das in der Vergangenheit schon eine Albtraumsituation für dich war. Und hier wird man aber immer und immer wieder mit Träumen vermehrt. Es ist wie, als ob man in den Träumen da verfolgt wird, ja, von einer gewissen Person, aber auch Situation. Es kann ein vergangenes Erlebnis sein, das bekomme ich hier auch noch mal rein. Die Energien sind hier in Dingen, das Dunkle, die Ängste und die Sorgen loszulassen. Und das erfordert natürlich hier auch mit dem Hierophant, auch mit dem Krafttier, immense Stärke und Kraft. Du bist hier aber unter starkem göttlichen Schutz. Also da nochmal für den einen oder anderen, was ich sagte, versicherungstechnisch, dann eben da auch nochmal zu schauen, ja? Wir haben hier auch nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Es zeigt sich auch nochmal für den einen oder anderen, eine alte Situation loszulassen, ja? Also immer wiederholt vielleicht Nachrichten zu lesen von einer Person, mit der du auch abschließen darfst, der eine oder andere, ja. Für andere wiederum sehe ich hier eine Versöhnung eben auch. Einmal mit dieser Karte. Und wir haben die Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Hier sind noch Vergebungs- und Lernthemen. Und das geschieht hier bewusst, damit du etwas ganz, ganz Bestimmtes hier aus diesen Dingen rausgehst, ja, aus einer belastenden Situation. Hier ist die starke Führung, ja, auch nochmal, du bekommst ganz, ganz viele Signale und Botschaften. Schau mal bitte, wir haben hier die Zauberin. Du verzauberst hier jemanden, ja? Also für all die, wo du in den Dingen bist, jetzt bereit bist, das ist irrelevant, für was du schaust, ob das die Liebe ist, ja? Ob das im Beruflichen ist. Du bist hier wie die Magierin, der Magier, ja? Weibliche wie männliche Person.
Und es ist wichtig, wenn du hier eine Situation loslässt aus der Vergangenheit, nur dann kannst du dich ja wieder neu verzaubern lassen, in dem Sinne. Neu wieder zulassen. Dann nochmal im Spirituellen, was ich sagte, ja, also hier kommen ganz, ganz starke, die du regelrecht wie anfassen kannst. Du kannst dich spüren. Es werden sich Bilder zeigen. Es werden sich in deinen Gedanken, in deinen Träumen, im Wachzustand sowie im Schlafzustand sich ganz viele Dinge zeigen. Notiere das bitte, ja. Leg dich hier auch, wenn du das natürlich möchtest. Ja, das können hier auch Ideen, Impulse für das Berufliche sein. Das ist irrelevant, wie du hier schaust. Aber ich bekomme viel eben auch, dass hier aus dem Spirituellen geschaut wird. Und notiere dir das bitte. Es ist ganz, ganz wichtig. Notiere es dir. Ja. Du verfügst über magische Kräfte und kannst deine klare Absicht Wirklichkeit werden lassen. Ganz, ganz wichtig, dass du hier an deine Fähigkeiten, an deine Kräfte und an deine Macht glaubst. Ganz, ganz wichtig. Ja, es sind wichtige Botschaften hier für den einen oder anderen. Die Situation, die sich da durch Magie eben auch zeigt, auch in Dingen, wo du hier für das Berufliche oder für die Liebe schaust, ja, es zeigen sich hier plötzliche Ideen und Impulse und die kommen hier durch die Nacht, ja. Also ganz, ganz wichtig, dass du das so für den einen oder anderen vielleicht auch so ausfilterst, ja, da mal vielleicht, wenn du es dir in der Nacht notierst und du schreibst dir dann diesbezüglich diese Träume auf, weil da sind hier sehr starke Botschaften, die sich dann zeigen, wo du hier in naher Zukunft, ja, du wirst hier einiges an Ideen sammeln, wahrscheinlich bist du jetzt schon in einer immensen, kraftvollen Phase und du sammelst und sammelst diese ganzen Impulse und Ideen. Ja, und hier hat jemand natürlich gegen diese Dinge was du hier verwirklichen möchtest. Und dann wird natürlich geredet, das ist hier sehr, sehr eindeutig gefallen, aber du bleibst hier in deiner Balance, ja, in deiner Meditation. Du bist hier in Dingen, im Grunde genommen, egal was hier gesagt wird, ja, du bleibst hier in dieser Blase. Wir haben hier die wahre Liebe. Das sind Kreationen in allen Bereichen. Auch nochmal, was die Liebe beinhaltet. Es ist die wahre Liebe. Aber auch in Dingen, wo du hier etwas loslassen darfst aus der Vergangenheit. Ja, was ich vorhin sagte. Das, wodurch du dich dann eben, was dich so nach unten zieht. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ich bekomme hier für viele, es ist irrelevant, ob das hier jemand aus der Vergangenheit ist oder eine neue Person. Ja, dass hier eine Gegebenheit ist, wenn man bereit ist, eine alte Situation eben auch loszulassen, dass hier etwas Neues entstehen kann. Also hier wird sehr viel kreiert, ja, hier wird Neues ausprobiert, das sind Ideen, das sind Rezepte, das sind Dinge, die du hier, ja, wahrscheinlich hier auch zu Hause so austestest. Und da kann natürlich auch sein, dass hier gewisse von anderen Personen irgendetwas mit den Gerüchen kommt, ja, weil du eben ausprobierst und testest und dass da irgendwie so Negativitäten sind. Aber wie schon gesagt, da stehst du drüber. Wir haben inneren Frieden, denn du bist hier in deinem inneren Frieden. Du lässt dich hier nicht aus deinem Frieden bringen. Definitiv nicht. Das liegt hier. Hier, schau bitte, was jetzt auf magische Art und Weise geschieht. Du wirst Magie in dir entdecken. Du wirst mehr, noch mehr in die Kreation kommen. Intensiver. Hier nochmal mit der Karte. Es wird sich hier etwas verwandeln. Es wird etwas intensiver. Hier wird nichts weniger, hier wird etwas mehr. Ja? Und das zeigt sich hier auch in der Situation, die dann eben jetzt auch zum Tragen kommt. Mehr und mehr, was ich sagte, mit einem immens großen Tor, was bereits geöffnet ist. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft, völlig umarmt. Bis dahin.